Hallo, heute kommt ein sehr interessantes Video für Bodybuilder, denn heute geht es um die drei Geheimnisse des Muskelwachstums. Genauer müsste ich jetzt sogar sagen, des maximalen Muskelwachstums. Denn ich möchte euch heute erklären, wie ihr maximal Muskelwachstum erreicht und vor allem, warum macht man denn überhaupt diese drei Sätze, 10 Wiederholungen, so und so lange Pause, warum ist das so? Das alles möchte ich in diesem Video beantworten, damit ihr für euer Training, damit ihr euer Training optimieren könnt, um so wirklich, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, wirklich maximal schnell und die größten Erfolge zu erzielen. Jetzt geht es also darum, wie ihr trainieren solltet und warum. Und da fangen wir mit dem allerersten Geheimnis unserer Muskelzellen an. Und zwar ist das das Gewicht. Erstens, Gewicht. Gewicht. Das ist der erste Erfolgsfaktor für Muskelwachstum. Was meine ich eigentlich mit Gewicht? Genauer würde man jetzt hier sagen, eine möglichst hohe Spannung innerhalb der Muskulatur soll erreicht werden. So, jetzt sagt vielleicht einer von euch möglichst hoch, aber das bedeutet ja, ich muss ein Gewicht wählen, was ich vielleicht nur zweimal schaffe oder sogar nur einmal schaffe, also wie Kraftsportler trainieren. Da habt ihr vollkommen recht, Kraftsportler bauen auch Muskeln auf. Jedoch ist das, wie gesagt, nur ein Erfolgsfaktor für den maximalen Muskelwachstum. Und hier geht es darum, man muss ein Gewicht wählen, was ihr 8 bis 12 Mal schafft. Das heißt, wo ihr nach 8 bis 12 Wiederholungen, zum Beispiel beim Bankdrücken, keine einzigste weitere mehr schafft. Also zum Beispiel, ich mache 10 Wiederholungen mit 100 Kilo, mache ich 10 Mal und dann geht keine einzigste weitere. Das ist das Gewicht, mit dem ihr wirklich Muskeln aufbauen wollt. Zwischen 8 bis 12 Wiederholungen. Und nun kommen wir jetzt auch schon zu dem zweiten Geheimnis unserer Muskulatur. Und das ist, damit wir Muskelwachstum haben, ist eine Übersäuerung. Schreibe ich jetzt mal hier hin. Übersäuerung. Übersäuerung bedeutet, das ist das klassische Brennen, was ihr bei einem Hypertrophietraining, bei einem Muskelaufbautraining spürt. Das sind H+-Ionen, die in eure Muskulatur einströmen und da wollt ihr eine möglichst hohe Konzentration erreichen, um maximalen Muskelaufbau zu erreichen. So, jetzt stellt ihr vielleicht schon zu Recht die Frage, ja, aber wenn ich Kraftausdauer mit 20, 25 Wiederholungen trainiere, dann habe ich noch ein noch stärkeres Brennen, zum Beispiel beim Beinstrecker oder so. Da habt ihr richtig, dann gehen zwar die Übersäuerung nimmt zwar zu, aber wenn ihr 20 bis 25 Wiederholungen schafft, dann habt ihr kein Gewicht mehr, was ihr nur 8 bis 12 Mal schafft. Und das bedeutet, ihr habt nicht mehr diese Spannung, die ihr braucht. Das heißt, diese drei Geheimnisse, die wirken zusammen. Ihr müsst alle drei Geheimnisse erfüllen, sozusagen, damit ihr den maximalen Muskelaufbau erreicht. Das ist nämlich einmal die Spannung in der Muskulatur, die wichtig ist für den Muskelreiz, für den Muskelwachstumsreiz. Das heißt, wenn ihr trainieren geht, dann trainiert ihr ja, damit der Muskel sich anpasst durch den Trainingsreiz und dann größer wird. Das ist einmal das Gewicht, das heißt die Spannung im Muskel, die wird durch das Gewicht bestimmt, wie viel Last sozusagen auf dem Muskel drauf liegt. Und als zweites von der Übersäuerung. Und das ist quasi, dass es auch anstrengend ist. Das geht im Prinzip so ein bisschen einher damit. So, und jetzt das dritte Geheimnis unserer Muskeln ist, dass wir die energiereichen Phosphatspeicher, die müssen fast leer sein. Das hört sich jetzt ein bisschen wissenschaftlich an. Ich nenne es mal, Speicher. Der Speicher im Muskel muss geleert werden. So, wie lange dauert das, um den zu leeren? Das dauert zwischen 30 und 45 Sekunden. Und das sind jetzt diese drei Faktoren, die müssen zusammen erfüllt sein für das optimale Muskelaufbautrainingsprogramm. Das sieht dann zum Beispiel so ab, Speicher innerhalb von 30 bis 45 Sekunden leer. Das bedeutet, das ist nämlich ungefähr genau diese 8 bis 12 Wiederholungen, die ihr machen sollt. Im Prinzip hängen die quasi sehr eng miteinander zusammen. Denn dieser Speicher soll innerhalb von 30 bis 45 Sekunden leer sein und das Gewicht muss möglichst hoch sein, 8 bis 12 Wiederholungen, Gewicht, und Übersäuerung erreicht ihr dadurch. Das heißt, diese drei Punkte erfüllt ihr, beziehungsweise die Übersäuerung, nochmal anders, die Übersäuerung ist ein anderer Punkt, der die erfüllt, und zwar ist das, ihr macht ja die sogenannten Sätze. Das heißt, ihr macht erst zum Beispiel 10 Wiederholungen und danach eine Pause, um dann nochmal 10 Wiederholungen zu machen und dann noch eine Pause, nochmal 10 Wiederholungen zu machen, mit einem bestimmten Gewicht, was vielleicht runtergeht. So, und die Übersäuerung, die erreichen wir durch eine unvollständige Pause. Das heißt, wir machen den einen Satz, 10 Wiederholungen und machen dann nur 2 bis 3 Minuten Pause. Und daher kommt auch diese 2 bis 3 Minuten. Deswegen sind es keine 6 Minuten und keine 1 Minute. Weil wir müssen nämlich innerhalb dieser Zeit, 2 bis 3 Minuten, wieder möglichst viele
möglichst viel von dem Speicher auffüllen, damit wir wieder ein möglichst hohes Gewicht bewegen können, um eine hohe, möglichst hohe Spannung zu haben im Muskel. Und so wirken diese drei Faktoren sozusagen zusammen. Hohes Gewicht, die Speicher müssen im Satz leer werden, 8 bis 12 Wiederholungen oder auch anders gesagt 30 bis 45 Sekunden Belastungszeit. Und Übersäuerung, das heißt nur 2 bis 3 Minuten Pause zwischen jedem Satz. Das sind die drei Geheimnisse. So funktioniert der Muskelaufbau. Das sind diese drei Dinger führen dazu. Und jetzt könnt ihr auch schon einordnen, warum sehen denn Bodybuilder anders aus als Kraftsportler oder als Sportler? Das ist eigentlich relativ einfach zu sagen. Und zwar ein Gewichtheber beispielsweise. Der hat natürlich auch Muskeln, aber es gibt jetzt auch niedrige Gewichtsklassen und die heben ja auch extrem viel Gewicht, haben aber nicht diese Riesen-Oschis, sage ich jetzt mal. Sondern die trainieren, wenn sie trainieren, mit sehr hohem Gewicht meistens, das heißt vielleicht 1 bis 5 Wiederholungsbereich, machen aber auch längere Pausen und dadurch, dass sie wenig Wiederholung machen, gehen die Speicher auch nicht komplett leer. Und das führt dazu, dass sie stärker werden, ohne jetzt maximale Muskelaufbau zu betreiben. Und deswegen sehen Gewichtheber so aus, wie sie aussehen und nicht wie die Profi-Bodybuilder. Die haben zwar auch Muskelmasse, sind aber häufig nicht, haben nicht so hohe Maximalkraft wie der Gewichtheber. Und das ist dann schon sehr interessant, weil deswegen trainieren sie so. Und vor allem, weil beim Gewichtheben halt auch die Technik sehr wichtig ist. Und jetzt könnt ihr auch schon anhand dessen überlegen, ja, warum haben denn dann Ausdauerläufer, warum haben die denn dann keine dicken Muskelmasse? Ja, weil sie machen es vielleicht häufig hier die Übersäuerung, die Speicher gehen vielleicht häufig auch leer, wenn sie dann irgendwie schnellen Sprint machen, aber sie haben kein Gewicht, das heißt, sie haben keinen Zug auf dem Muskel. Das heißt, sie erfüllen nur die beiden Punkte, aber haben den Zug nicht auf dem Muskel und deswegen haben die keine dicken Muskeln, grob gesagt. Das heißt, diese drei Faktoren sind der entscheidende Punkt, warum ihr 3 Sätze oder 5 Sätze macht oder 4 Sätze macht. Das heißt Übersäuerung und weiter, warum ihr 8 bis 12 Wiederholungen macht, weil ihr innerhalb dieser Zeit, meistens dauert es 8 bis 12 Wiederholungen, sagen wir 10, 4 Sekunden pro Wiederholung oder 3 Sekunden, je nachdem. Jedenfalls seid ihr innerhalb von 30 bis 45 Sekunden fertig. Und Gewicht ist hoch, weil ihr eben das Gewicht so wählt, dass ihr innerhalb von 30 bis 45 Sekunden leer seid. Das Ganze könnt ihr euch so vorstellen, indem ich mache das jetzt hier mal weg, die drei Geheimnisse. Wir haben hier einmal den Kreis des Gewichts, G, dann haben wir den Kreis des Speichers. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Hier haben wir den Speicher, S. Und dann haben wir hier die Übersäuerung, Ü. So, ein Gewichtheber bewegt sich hier oben. Hohes Gewicht, aber keine Übersäuerung und keine Dings. Das heißt, vielleicht ist ja hier dieser Punkt. Ein Bodybuilder, einer, der Muskeln aufbauen wollt, ihr, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, ihr seid genau hier in der Mitte, wo sich alle drei Dinge überlagern, weil hier habt ihr den maximalen Muskelaufbau. Und ich werde jetzt in den weiteren Videos, weil jetzt häufig Anfragen kamen, zu anderen Trainingssystemen, wie die denn funktionieren und warum die auch zum Beispiel Erfolge liefern, da ist dieses Video jetzt die Basis dazu. Zum Beispiel werde ich was sagen zum Pit-Force-Training. Das heißt, wo ihr einen Satz macht mit einem gewissen Gewicht, was ihr 10-mal schafft, aber ihr macht dann immer eine Pause zwischen wieder Wiederholung. Dann werde ich etwas zum Crossfit-Training sagen. Und das heißt, ich werde verschiedene Trainingssysteme in meiner Sinn- oder Unsinn-Serie erwähnen und dort erklären, warum die zwar auch funktionieren, aber eben nicht die optimalen Ergebnisse liefern, für Muskelaufbau jetzt gesehen. Das möchte ich dann in den weiteren Videos sagen. Ich hoffe, ich konnte jetzt euch hierbei helfen. So, und hier möchte ich euch nochmal ganz kurz das, sozusagen euer Trainingskonzept, wie es aufgebaut sein sollte. Ihr solltet ein Gewicht wählen, was ihr 8 bis 12 Mal schafft für Muskelaufbau. Eine Pause zwischen den Sätzen von 2 bis 3 Minuten. Wichtiger ist schon fast, nicht weniger zu nehmen, sondern dann lieber eher mehr. Jetzt fragt ihr euch, warum? Ja, wir hatten noch hier die drei Übersäuerungen, die Speicher müssen geleert sein und das Gewicht. Da ist aber das Gewicht eigentlich fast wichtiger als die Übersäuerung. Das heißt, lieber eine Pause von 4 Minuten in Kauf nehmen oder 5 Minuten, als eine von 1 Minute. Wenn wir eine von 1 Minute machen, dann sind wir eher wieder im Kraftausdauerbereich und hier wachsen sie mit Sicherheit nicht so doll, wie wenn wir einfach ein höheres Gewicht nehmen, weil wir länger Pause gemacht haben und 8 bis 12 Wiederholungen damit machen. So, weiteres ist die Satzzahl 3 bis 5 Sätze pro Muskelgruppe, pro Trainingseinheit. Dazu, warum hier 3 bis 5 steht, weil ich weiß ja, dass viele von euch oder in vielen Bodybuilding-Zeitschriften, vielen Internetforen und so weiter wird immer gesagt, 12, 16 Sätze Brust, Rücken und so weiter an einem Tag und dann nur einmal die Woche zum Beispiel zu trainieren.
Und da werde ich dir gleich im nächsten Video was sagen. Und zwar geht es in dem Video um die optimale Trainingshäufigkeit, wo ich etwas dazu verlieren werde, warum hier 3 bis 5 Sätze optimal sind und nicht 10 oder 12 Sätze. Weil 3 bis 5 hört sich jetzt wenig an. Ja, gehe ich ins Fitnessstudio und mache nur 3 Sätze Bankdrücken. Das hört sich jetzt auch wenig an, aber ihr trainiert ja vielleicht auch im Dreier-Split, wo ihr nur einmal die Woche geht. Wir wollen aber jetzt ein Training, oder ich zeige euch ein Trainingsprogramm, mit dem ihr schneller aufbaut und besser aufbaut, indem ihr häufiger trainiert bei weniger Sätzen. So, also das sind also diese 3 Faktoren, die ihr benutzen müsst. Und die entsprechen hier oben quasi der Spannung, also für Muskelaufbau entspricht der Spannung im Muskel. Das zweite ist die Übersäuerung, das heißt nur 2 bis 3 Minuten Pause. Und, die Energiespeicher müssen leer sein. Das ist im Prinzip auch das hier oben, das heißt, dass die Energiespeicher von 30 bis 45 Sekunden leer sein müssen. Das sind also die 3 Geheimnisse, so funktioniert der Muskelaufbau und das Muskelwachstum. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt hierüber helfen. Ich hoffe, ihr wendet es an. Ich hoffe, ihr benutzt es. Das Ganze beruht auf über einem Jahrhundert trainingswissenschaftliche Erfahrungen und Studien. Und viel Spaß bei eurem Training. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Muskelwachstum, Muskelaufbau oder wenn ihr Sportler seid und vielleicht an einem bestimmten Punkt mehr Muskulatur braucht. Auch hier bessere Zeiten und bessere Ergebnisse.